Ich würde gerne zum Abendmahl noch eine Sache sagen, ja, wenn das in Ordnung ist. Es geht um, wir sprechen ganz viel über die Braut. Und das Abendmahl hat etwas mit der Hochzeit zu tun, mit der Verlobung letzten Endes. Im Jüdischen ist es so, dass der Bräutigam zuerst den Kelch nimmt, daraus trinkt und dann letzten Endes ihn seiner Braut gibt. Und damit, mit diesem Akt, ist die Verlobung abgeschlossen, was aber im Jüdischen eigentlich schon die Hochzeit ist. Ja, das heißt, die sind dann füreinander bestimmt. Und dann geht im Jüdischen geht der Bräutigam voraus und bereitet die Hütte, die Stätte für die Braut vor. Und wenn wir uns das Abendmahl anschauen, dann sehen wir, dass Jesus mit den Zwölfen nimmt ja das Abendmahl, das Mahl, und sagt, tut dies zu meinem Gedächtnis. In dem Moment, jetzt hört sich vielleicht etwas merkwürdig an, aber ich glaube, ihr versteht das gleich. In dem Moment war das nur eine Erklärung dessen, was die Jünger in Zukunft tun sollten. Und in dem Moment hatte es letzten Endes nur eine prophetische Bedeutung, aber noch keine praktische. Warum? Jesus war im Garten Gethsemane. Und dort geht er auf die Knie und betet. Und er ist voller Angst und voller Schrecken. Und er betet und sagt, Vater, mein Vater, wenn es möglich ist, dass dieser Kelch an mir vorübergeht. Und der Kelch ist letzten Endes das, was er, der bittere Kelch, aus dem er trinkt, ist das Kreuz, das Vergießen des Blutes, das er für uns getan hat. Das heißt, wenn wir verstehen, Jesus hat den Kelch zuerst getrunken. Ja, wie im Jüdischen die Hochzeit. Er nimmt den Kelch, dass er für unsere Sünden am Kreuz zur Sünde wurde. Das ist so tief. Jesus ist für uns zur Sünde geworden und hat diesen Kelch getrunken. Und jetzt macht das Abendmahl plötzlich eine ganz andere Bedeutung, dass wir letzten Endes jedes Mal, wenn wir in diesem Gedächtnis das Abendmahl nehmen, dass wir nicht nur an ihn denken, was er für uns getan hat, sondern dass wir in die Verlobung, dass wir jedes Mal sagen, ja, du bist mein Bräutigam. Und er ist vorausgegangen. Er ist vorausgegangen, um uns die Stätte zu bereiten. Und wenn er wiederkommt, dann passiert letzten Endes nicht die Verlobung. Wir sind seine Braut. Das ist so tief. Das Verständnis dessen, wir sind nicht irgendwann, werden wir verheiratet mit Jesus, sondern in dem Moment, wo wir auf der einen Seite in den Tod hineingetauft wurden, in den Tod, deswegen ist das total toll, wir sind gestorben mit ihm, auferstanden mit ihm und dass wir in dieses Verständnis hineinkommen. Du bist mein Bräutigam. Und jedes Mal, wenn wir das Abendmahl nehmen, da sind viele andere Ebenen von Offenbarung noch dahinter. Ich beleuchte jetzt nur einen Aspekt. Dass wenn wir das Mahl nehmen und wenn wir jetzt gleich dieses Mahl nehmen, dass wir nicht nur sagen, ja, du bist für meine Sünden gestorben. Ja, du bist für meine Schuld gestorben. Ja, du bist für mich der Weg zum. Doro, komm mal ganz kurz. Das Bild ist jetzt ein bisschen brutal. Ich hoffe, du kannst damit umgehen. Mann und Frau werden eins. Wofür? Um Kinder zu bekommen. Ja, um fruchtbar zu sein. Jetzt könnte ich meine Frau dazu innerlich, gedanklich dazu missbrauchen, dass sie letzten Endes nur der Weg dazu ist, damit ich Kinder bekomme. Und das hört sich ein bisschen makaber an, aber häufig ist genau das, was wir mit Jesus tun. Jesus ist der Weg, damit wir etwas bekommen. Nein, Jesus ist meine Frau. Ist meine Liebe.
Sie ist meine Geliebte, sie ist meine Gemahlin, sie ist mein Ein und Alles, wo ich mich entschieden habe, mein Leben mit ihr zu verbringen. Und das ist das, was Jesus sich wünscht. Und das müssen wir im Verständnis begreifen, dass wenn wir das Abendmahl nehmen, wir ja sagen, ja Jesus, du bist mein Bräutigam. Du bist mein Gemahl, der nicht nur mein Weg ist, der nicht nur, damit wir in den Himmel kommen, damit wir etwas erleben, sondern du bist mein Leben. Mein Leben. Amen. Dieses Verständnis, wenn wir das Abendmahl nehmen, sagen wir ja zu dem Leben. Und meine Frau ist nicht nur der, ich hoffe, ich kann das so sagen, der Sinn und Zweck meiner Befriedigung, meiner Bedürfnisse. Und so häufig haben wir Jesus zur Befriedigung unserer Bedürfnisse gemacht. Er ist mein Bräutigam, mein Leben, mein Ein und Alles. So wie meine Frau das sein sollte. Und ich bitte dich um Vergebung, da wo ich dich als ein Befriedigungsobjekt, und ich spreche nicht nur von sexueller Ebene, ich spreche auch von emotionaler und anderen Ebenen. Da wo ich dich benutzt habe als ein Objekt der Befriedigung, als ein Mittel zum Zweck. Und ich glaube, das sollten wir mit Jesus auch tun. Ja? Jesus, wir bitten dich um Vergebung, da wo wir dich missbraucht haben, als Mittel zum Zweck, als den Weg, als das Opfer. Er ist unser Bräutigam, unser Ein und Alles. Und wenn wir das Abendmahl nehmen, dass wir da hineinkommen mit diesem neuen Verständnis, Jesus, du hast diesen Kelch getrunken. Du hast gesagt, ja, um mit mir Gemeinschaft zu haben. Um eins zu werden. So wie Mann und Frau ein Fleisch werden, hast du dich entschieden, alles auf dich zu nehmen, damit wir eins werden können mit dir. Und wir bitten dich um Vergebung. Wir bitten dich um Vergebung da, wo wir dich missbraucht haben. Wo wir dein Herz verletzt haben. So wie im Menschlichen meine Frau verletzt ist, wenn ich sie missbrauche oder wenn sie sich missbraucht fühlt und auf der anderen Seite ich mich verletzt fühle, so müssen wir verstehen, dass Jesus mit seinem Herzen sich nach uns sehnt, weil er Gemeinschaft mit uns haben möchte. Und durch das Abendmahl, durch dieses Bild der Hochzeit, der Vermählung, sind wir eins mit ihm. Und er sehnt sich, er ist nur gegangen, damit er alles für uns vorbereitet. Sein Herz ist, bei uns zu bleiben. Er will eigentlich die ganze Zeit bei uns sein. Und wir wissen, er wohnt in uns. Es ist alles gut. Und wenn wir dieses Abendmahl jetzt nehmen, und ja, Henning, vielleicht kannst du auch nach vorne kommen, um das mit aufzugeben. Lass uns in dieses Verständnis hineinkommen. Wir feiern hier nicht nur die Vergebung der Sünden und den Weg in den Himmel hinein, sondern wir bestätigen die Vermählung, dass er unser Gemahl ist. Und in diese Einheit dessen hinein, das ist das, was wir mit dem Mahl, wenn wir sein Leib essen und sein Blut trinken, letzten Endes tun.